Fabian Ganz. Wir haben heute daheim gegen den Absteiger aus der Nazi A mit 4-1 gewonnen. Was hat es alles gebraucht, um jetzt den Knopf aufzutun und jetzt hier einen Heimsieg einzufahren? Ja, wir haben von Anfang an gewusst, die werden kommen. Die sind nicht wirklich gut in die Saison gestartet. Und wir haben gewusst, es wird ein enger Fight. Wir müssen von Anfang an voll parat sein. Was hat man jetzt gegenüber dem vorherigen Spiel, z.B. jetzt hier daheim gegen Fisch, effizienter gemacht? Ja, es sind Kleinigkeiten wahrscheinlich. Jeder hat noch ein bisschen mehr können geben und wir haben das Glück, ein bisschen mehr auf unsere Seite zwingen und darum sind wir dann auch besser ins Spiel gekommen, durch das 1-0 und nachher weiter. Nach dem 1-1 haben wir nicht nachgelassen und haben wieder in Führung gehen. Jetzt eine Prognose für den nächsten Match von dir. Es gibt nur eins, jetzt gehen wir auf Schottfahrt, probieren die nächsten 3 Punkte zu holen. Wenn wir genauso so spielen wie heute und alle für jeden gehen, dann kommt das gut. Jetzt so gleich heute, was hat bei dir jetzt ausgemacht? Hat die Verteidigung besser gespielt oder der Sturm? Ja, wir sind eine Mannschaft. Heute hat es geklappt, von hinten, vom Hintersten, vom Goalie bis zum Vordersten. Jeder ist für jeden gegangen. Und dann kommt es nicht darauf an, ob hinten gut gespielt wird oder vorne, weil wir müssen zusammen überall gut spielen.